So, das soll das. Mach mich nicht blöd an. Ich glaub's hackt. Schubert Beverly. Naja, ist ja nur ein Van-Abhol. Kann ja nicht so schwer sein. Wetten, wo ich das jetzt gesagt habe, kommen jetzt bestimmt 1 Million Typen, die mir jetzt wieder an den Kragen wollen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wird jetzt ganz bestimmt der Fall sein. Ja, die Karre ist so lahm. Ich sehe hier einen Thunderbolt nach dem anderen rumstehen. Ja, wir sind ja eh gleich da. Okay, raus da. Jo, raus da. Dankeschön. Okay, wo steht der Van? Irgendwo ganz oben. Pass das nächste Mal besser auf. Ach du liebe Zeit. Klau den Van mit der Ware. Alles klar. Ah, ich muss noch eins nach oben. Oh, ich hasse Parkhäuser, ey. Okay. Wir laden mal vorsichtshalber nach. Ich weiß ganz genau, dass gleich irgendwas passieren wird. Ist ja richtig professionell geschütztes Schloss. Ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst. Scheiße! Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Roger. Das wäre viel zu leicht gewesen sonst. Komm schon! Moment. Bin gleich bei euch. Na, kommt raus. Also, Moment. Scheiße. Muss die Karre erstmal hier schaffen. Ja! Geil! War das so eine geile Idee jetzt wieder von mir? Mist! Gut, jetzt ist er ausgebrannt. Auf da mit dir. Es war so klar, ganz ehrlich, es ist auch vorhersehbar mittlerweile. Nichts läuft in diesem Spiel so, wie es eigentlich laufen sollte. Das müsste man nach mittlerweile gelernt haben. Hoppala. Nein. So, einsteigen. Dankeschön. Und wo muss ich jetzt hin? Nur so für Cones Garage. Okay. Und da unten stehen dann auch noch ein paar Pappkameraden, die mal mir im Weg stehen zu müssen, gehe ich mal von aus, richtig? Scheiße!
Jetzt darf ich erstmal hier wieder ein bisschen Panzer spielen. Ja, darf ich anscheinend. Davon stehen noch mehr Idioten. Moment, bin schon da. Kommt raus. So, habe ich jetzt meine Ruhe. Danke. Mann, noch nicht mal in Ruhe einkaufen kann man hier. Da bin ich doch nur mein Auto mal rausfahren, ja? Und dann kommen da wieder solche Idioten bei. Darf ich? Danke. Wo muss ich eigentlich hin? Na, Verfolger abschütteln. Darf ich erstmal wieder hier... Leute, ganz ehrlich, langsam wird's langweilig. Falcons Garage war doch hier irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber ich setze mit dem Wegpunkt jetzt einfach mal hier hin. Mann, warum muss ich denn so einen verdammten lahmarschigen Lieferwagen kriegen? Kann man dem nicht irgendwie mal einen V6 verpassen oder einen V8? Leute, jetzt regt ihr mich aber langsam auf, wenn ihr nicht in 2 Sekunden weg seid. Eins. Okay, ich will mal ein bisschen sozial sein. Wenn ihr nicht in 3 Sekunden weg seid, 1, 3. Okay, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt bin ich böse. Jetzt bin ich böse. Wir haben ein Tötungsdelikt. Tatverdächtiger ist bewaffnet. Oh, ich habe jetzt keine Zeit mit euch zu spielen. Ich habe jetzt keine Zeit mit euch zu spielen. Meine Güte. Ja, sage ich doch gar nicht mal allzu falsch. Meine Güte, ich habe keine Zeit mit euch zu spielen. Ich muss hier einen Lieferwagen abgeben. Darf ich das doch nicht mal in Ruhe machen? Echt unglaublich, ey. Manche Leute haben echt keine Manieren. Hallo. Och Gott, jetzt fahren hier 1 Million Streifenwagen rum. Das darf auch nicht wahr sein, ey. Gut, das merke ich mir jetzt mal hier. Das ist, alles klar auf dieser Straße. Hi. So, danke, rein. Super. Ich komme irgendwie nicht voran. Und ich bin immer noch gesucht. Ist das ein Traum? Nächste Mission. Highway Rennen. Okay, aber bevor wir die machen, einkaufen. Wir fahren einmal erstmal zu dem Klamottenladen und davor noch in die Werkstatt. Weil aus folgendem Grund, ich möchte jetzt endlich mal wieder ordentliche Munition haben. Und Harry hat, kann mir bestimmt da helfen. Ich habe $14.000, da muss man mir doch irgendwie schon helfen können. Gucken wir mal, alles nachgeladen. Gut. Moin! Eine gute Tageszeit, um eine Waffe zu kaufen, nicht wahr?